Die größten Fehler beim Lernen für das Wirtschaftsingenieurwesen-Studium und die Klausurenphase und wie du sie vermeidest. Jeder kennt doch diese Kommilitonen, die in der letzten Reihe sitzen, irgendeinen Quatsch machen in der Vorlesung, dann einen Tag davor anfangen zu lernen und doch so eine 2 oder 3 schreiben und eigentlich ganz zufrieden sind mit ihren Noten, weil sie das entspannt hinbekommen. Du hingegen wirst wahrscheinlich viel mehr Zeit investieren. Du hast Wochen dafür Aufwand, du sitzt in den Vorlesungen, versuchst dich zu konzentrieren, hast aber auch noch nicht so die richtige Methode gefunden, wie du den ganzen Stoff verarbeitest und hast insgesamt einfach das Gefühl, dass die Zeit, die du in dein Studium investierst, sich einfach nicht auszahlt. Wie löst du das Ganze? Naja, ganz einfach. Im Wesentlichen sind es 3 einfache Schritte, die du gehen musst, um sehr gute Noten zu schreiben und mal dieses Mittelding zwischen 2 und 3 zu überwinden, dass du mal auf einen Einserschnitt kommst. Punkt Nummer 1, das ist das Wichtigste in meinen Augen, ist die Einstellung. Du musst mal verstehen, dass deine schlechten Ergebnisse nicht plötzlich heute Morgen aufgetaucht sind, sondern deine Ergebnisse sind nur ein Feedback für den Prozess, den du davor gegangen bist. Das heißt, du hattest ja nicht jetzt plötzlich heute diese Ergebnisse, mit denen du unzufrieden bist, sondern das ist schon in der Vergangenheit entstanden. Man muss halt mal begreifen, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Du musst verstehen, dass deine aktuelle Vorgehensweise nicht funktioniert. Faktisch, es sagen einfach deine Noten und der Riesenzeitaufwand, den du da reinsteckst. Es ist ganz, ganz wichtig, sich selber mal eingestehen zu können. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich mache. Ich weiß es einfach nicht und das ist auch gar nicht schlimm, weil es hat ja niemand beigebracht, richtig und gehirngerecht zu lernen. Aber das muss halt erstmal Klick machen. Wenn du dir nicht eingestehst, dass du es nicht kannst aktuell oder es nicht besser weißt, dann wirst du auch dich nie verbessern können, weil dann wirst du natürlich immer weiter versuchen, das zu schaffen, aber das wird nicht funktionieren. Sonst hätte es ja schon längst geklappt. Und wenn du wüsstest, was dein Problem ist, dann hättest du dieses Problem ja schon längst gelöst. Punkt Nummer 2, du hast keine richtige Routine. Was meine ich damit? Naja, das Studium ist ja so aufgebaut, dass es komplett egal ist, ob du jetzt in die Vorlesung kommst, die Klausuren mitschreibst oder nicht. Das heißt, das ist alles auf Selbstständigkeit ausgelegt. Jetzt kommen manche damit eben nicht gut klar und stehen halt mal um 7 auf, um 11 auf, machen das von ihrer Motivation abhängig oder denken sich, ach, heute muss ich irgendwie meinen Personalausweis beantragen neu, der läuft in 6 Monaten ab, machen irgendwelche unwichtigen Sachen und können sich nicht richtig organisieren. Du musst dir unbedingt einen Tagesplan machen, einen Wochenplan, da muss eine Struktur drin sein. Du brauchst einfach eine Vorgabe, wann du was tun sollst und nicht so ein Sekretärinnen-Ding, wo du sagst, oh, heute muss ich das machen, dann mache ich mir morgen um den nächsten Tagesplan Gedanken. Da muss mal eine größere Struktur rein. Die Wochen planen, die Monate planen, damit du dein Ziel auch wirklich erreichen kannst und nicht immer schauen musst, oh, was gibt's denn heute zu tun, was ist denn wichtig, was ist denn weniger wichtig. Das sollte eben von Anfang an klar sein. Da geben wir unseren Teilnehmern im Training auch Vorlagen mit, beziehungsweise erstellen individuelle Pläne mit denen, abhängig davon, wie viel Freizeit sie brauchen, was sie in ihrer Freizeit machen, wie viele Fächer sie dieses Semester schreiben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du da einen Überblick hast, weil dein Kopf braucht einfach eine Struktur, an der er sich festhalten kann. Sonst machst du das meistens so larifari, abhängig von deiner Motivation und sagst beispielsweise, heute bin ich nicht so gut gelaunt, ach, dann gehe ich jetzt erstmal ins Fitnessstudio, nachdem ich um 10 aufgewacht bin. Dann esse ich was, dann mache ich noch einen Spaziergang, zack, ist 15 Uhr und du denkst dir, ach, jetzt ist schon wieder Abend, die Freunde fragen mich, ob ich nachher zum Grillen komme. Und dann hast du anstatt die 4 Stunden, die du eigentlich konzentriert lernen wolltest, maximal 2 Stunden gelernt und das dann auch so eher larifari, indem du die Aufgaben durchschließt. Ich denke, das kennt jeder Student, dieses Szenario. Dritter Punkt, der super wichtig ist, ist deine Lernstrategie selbst. Wenn du einmal durch eine gute Routine geklärt hast, wann du was tun sollst, wirst du mit der Lernstrategie noch verstehen, wie du es machst. Viele lernen leider immer noch mit Zusammenfassungen. Ich kann das nicht verstehen. Ich telefoniere mir nicht tagtäglich mit mehreren Dutzend Studenten und 80% erzählen mir, ich lerne mit Zusammenfassungen. Ich will Zusammenfassungen nicht komplett verteufeln, aber es darf auf keinen Fall die Basis von deiner Lernstrategie sein. Da gibt es einfach effizientere und gehirngerechtere Methoden, weil eine Zusammenfassung einfach nicht dafür da ist, um das direkt zu verstehen. Ja, du kannst dir zum Beispiel mal einen Urlaub vorstellen. Ja, im Urlaub kannst du dich direkt an die Sachen erinnern, obwohl du jetzt nicht am Strand standest, also an deinen letzten Urlaub, obwohl du jetzt nicht am Strand standest und dir dachtest, oh, wie merke ich mir jetzt, wie der Strand aussah, wie das Hotel aussah und so weiter und so fort. Da ist sofort was da. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du was damit verbindest, ja, eine Emotion, aber das ist gar nicht der Hauptgrund. Es ist viel, viel wichtiger mal zu verstehen, dass eine Zusammenfassung einfach nur eine Aneinanderreihung von banalen Informationen ist, mit denen dein Hirn erstmal nichts anfangen kann, um bei stetiger Wiederholung
bringt das halt auch nichts, weil die Stoffmenge so groß ist. Also du brauchst unbedingt eine andere Lernstrategie. Du kannst dafür auch gern mal die anderen Videos anschauen von meinem Partner, dem Niklas. Der dreht dazu regelmäßig Videos. Da wird dir schon eine andere Strategie mit an die Hand gegeben. Solltest du jetzt für dich festgestellt haben, dass du bei einem der drei Punkte Hilfe brauchst, weil du einfach sagst, hey, ich weiß nicht so richtig, wie kann ich denn an meiner Einstellung arbeiten, wie baue ich eine richtige Routine auf, ohne da Sekretärin oder Sekretär jeden Tag zu spielen, und wie schaffe ich so eine Lernstrategie richtig aufzubauen, dann melde dich doch einfach mal bei uns. Unter dem Video ist nämlich ein Link, da kannst du draufklicken, dich mal für ein kostenloses Gespräch bei uns bewerben. Wir melden uns kurz bei dir, telefonieren 5 bis 10 Minuten, schauen, ob wir dir helfen können. Wenn wir dir nicht helfen können, sagen wir es dir auch. Wir haben schon mit tausenden Studenten da gesprochen. Nutz einfach auch mal die Möglichkeit. Ich wünsche dir alles Gute. Hau weiter rein in deinem Studium. Bis dahin, dein Valentin. Ciao.